Mit ihr ging dieser Podcast los und mit ihr endet er. Zumindest vorläufig. Mit Tané. Wir haben oft gehört, wie gut es vielen Menschen getan hat, diese Gespräche zu hören, in denen wir versucht haben, ein möglichst breites Spektrum der queeren Community abzubilden. Für mich persönlich war dieser Podcast bereichernd und ehrlich gesagt auch manchmal richtig stärkend. Ich hatte hier in meiner privaten Wohnung 17 Begegnungen, sehr persönliche Gespräche und ziemlich lustige Abende. Heute also kommt Tané, einer der Topstars der Comedy-Szene überhaupt. In diesem Jahr hat sie ihren 30. Geburtstag gefeiert und sich von ihrem Markenzeichen, den feuerroten Locken, getrennt. Ich bin gespannt auf die zweite Begegnung. Wie schön, ich freue mich. Hallo. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Mal. Vielen Dank, ich freue mich so. Und es schneit heute. Ja, hast du's großartig. Gesehen? Toll. Ach so, ja, erstmal, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Mozart. Ein bisschen was aus Österreich. Du weißt, ich bin sehr verbunden. Natürlich. Und klassischerweise hätte ich normalerweise ein Eierlikörchen mitgebracht, aber ich dachte, es ist was Besonderes. Ich bin eingeladen zum Ende des Jahres. Wer hat es gebacken, der Strachi? Nein. Ah, da ist was drin, was Flüssiges. Ja, es ist ein Schokolikör. Oh Gott, das ist ein furchtbar. Mozart. Ja, das ist klassischerweise, wenn du es nicht magst, natürlich super. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Regal hast zum Weiterverschenken. Das wird nicht weiterverschenkt, das ist von dir. Hör mal, ich sehe schon, nachher wird der aufgemacht. Ich habe für dich schon Eierlikör kaltgestellt. Hast du? Ja, natürlich. Du hast für alles gesorgt. Ich habe für alles gesorgt. Fabelhaft. Pass auf. Zunächst mal Bruschetta. Das ist ja toll. Ja. Vielen Dank. Und. Hör mal, du hast aber aufgefahren heute. Natürlich. Jote. Du kommst nicht mit dem Auto, deswegen habe ich gedacht. Ein Schlückchen geht. Ne? Schlückchen geht immer. Ja. Ich das ist nicht vornehm, aber lustig. Vor allen Dingen ist es gut, weil das ist, finde ich, wie so ein Startschuss. Weißt du, es ist wie beim Biathlon. Da weißt du Bescheid, es geht los. Biathlon. Vielleicht Biathlon, aber nicht Biathlon. Oh, guck mal. Ja. Bist du denn sportinteressiert? Guckst du ich gerne? Bin sehr sportinteressiert, aber ich schwimme nicht gerne. Ich habe erst in diesem Sommer, wir sind seit Jahrzehnten in Holland, ich bin, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht im Meer gewesen. Und in diesem Sommer habe ich gedacht, die gucken alle so glücklich, wenn die aus dem Wasser kommen. Da muss was dran sein, ehrlich. Und da bin ich wirklich ins Meer. Ich hatte noch nicht mal ein Badezeug dabei. Ich bin einfach mit schwarze Unterhose, Sport-BH. Wie sich das gehört. Tané. Darauf trinken wir. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Danke. So. Geht immer. Es ist fabelhaft, was soll man sagen. Großartig. Zwischendurch wurde ja mal gesagt, trinkt ihr immer beim Podcast? Ich sagte, nein. Wir hatten auch zwei Gäste, die wollten Tee. Oh. Aber wie viele Folgen hast du gemacht? 50. Du, dann weißt du, ob der Drink gut ist oder nicht. Du hast jetzt den Standard gesetzt damit. So, das muss ich. Ich habe nämlich Hunger, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Das machen wir immer. Also auf nüchternen Magen könnte das in den Kopf steigen. Natürlich. Bruschetta ist auch immer super zum Essen, ne? Das ist unten kross und oben fällt was runter. Aber es ist halt so lecker, ne? Es ist einfach geil. Tomate ist frisch, dann irgendwas in Öl gekross getränkt. Es ist fabelhaft. Ja. Wenn du Fragen hast, ich habe noch den Mund voll. Stell dich jetzt, es ist super. Ich habe ihn auch voll. Aber auch gleich. Du siehst übrigens fabelhaft aus, wenn ich das sagen darf. Ich nehme das gerne an. Du bist immer so frisch. Oh, scheiße. Okay. Entschuldigung, die Tomate. Da ist selbst die Tomate hat bei deinem Anblick gesagt, ich kann nicht mehr. Ich gebe auf. Ich lege mich hin. Ich wusste es. Ja. Aber Tané, du hast es nicht kommentiert. Ich habe mich für dich in einen über 40 Jahre alten Pullover geworfen. Und jetzt kommt's. Oh nein. Der ist fabelhaft. Das sieht echt toll aus. Fällt dir eine Kleinigkeit auf? Ja, dass die 2 oben steht. Sehr gut. Meine damalige Freundin vor vielen, vielen Jahrzehnten hat gesagt, du schaffst es eh nur bis Nummer 2. Hat die den Pulli für dich gemacht? Ja. Oh, ist das toll. Ich fand das total lustig.
Ach Gott, ist das. Und du hast den Pulli immer noch? Ja, ich wollte den nie wegwerfen. Heute habe ich gedacht, komm, Tané, die ist jetzt eindeutig die Nummer eins. Ach, ich. Da gehe ich zweiwillig auf die zwei. Ach Gott, das sieht aber toll aus. Ja, ich finde, wir sind beide top angezogen. Tritt bitte nicht auf die Tomate. Natürlich nicht. Wollen wir jetzt einfach mal mit dem Shampoos rübergehen? Mhm. Herrlich. Ich lasse das aus Sicherheitsgründen, glaube ich, noch mal hier stehen ja, und werde gerne. Gleich noch mal mich in die Küche sneaken und weiter essen. Es gibt sowieso noch was zu essen. Das später. Tané, ich muss jetzt noch mal sagen, wie sehr ich mich freue, dass du wieder da bist. Bei dir hat sich eine Menge getan. Du hast deinen Typ total verändert. Mhm. Ja. Es hat ja heute eine symbolisch aufgeladene Bedeutung, wenn Frauen ihre Haare abschneiden. Siehe in den Iran, Richtung Iran. Was war das bei dir der Anlass zu sagen, es muss was anders werden? Das ist ja wirklich ein Zeichen. Ja, das stimmt. Ich hatte diesen Gedanken, meine Haare zu verändern, schon super lange. Habe mich aber nicht getraut, es zu machen, weil mir natürlich auch oft gesagt wurde, das ist dein Markenzeichen und das ist dein Alleinstellungsmerkmal. In dem Sinne, so erkennt man dich und das bist du als Bühnenfigur sozusagen. Und dann habe ich gedacht, okay, aber was ist die Bedeutung dessen eigentlich, ne? Weil es sind ja im Prinzip ist ja einfach totes Gewebe, ne? Aber es macht ja doch, aber es macht ja doch so viel, ne? Weil das Erscheinungsbild komplett verändert, ne? Und es hat im Außen nicht nur was verändert, sondern auch in meinem Innern. Und das ist interessant. Ich habe nie so gut gefühlt. Und es ist der Wechsel gewesen zu meinem 30. Geburtstag tatsächlich. Und da war ich auch kurz davor im Kölner Treff bei dir, mhm. oder? Genau. Und da hat schon ganz viel irgendwie gebrodelt in mir und es ist auch privat ganz viel passiert und da hat sich halt einiges getan, weil die 20er waren einfach so Hochs und Tiefs und dann habe ich irgendwie gedacht, ich will aber nicht unglücklich in meine 30er gehen. Und für mich war dieser Schritt, diese Haare abzuschneiden, ein wirklich entscheidender, um zu sagen, ich muss mich mal befreien. Im wahrsten Sinne war das ein Cut. Im wahrsten Sinne war es ein Cut, ja. Also wenn Frauen kurze Haare haben, das ist ein Statement. Und das ist auch dieses Freimachen von diesem gesellschaftlichen Bild, was immer noch im Mainstream natürlich herrscht, dass die Frau lange Haare hat. Ne? Das war ja so eine doppelte Botschaft bei dir. Ne? Ja. Also du bist ja immer gerne fast in einer Herrenklamotte aufgetreten. Wir sprachen auch darüber im ersten Podcast, in einem Dreiteiler mit Krawatte im Zweifelsfall. Und der Gegenentwurf war dann der Kopf. Ich habe halt wirklich unfassbar viele Haare. Also bin ich auch dankbar drüber. Ne? Mutter hattet ihr jeben. Ne? Die hat auch einen Wahnsinnskopf. Und den habe ich halt einfach geerbt und habe so viele Haare, dass es fast wie so ein Vorhang war. Und das hatte auch ein bisschen was von, ich verstecke mich dahinter. Und ich war dann irgendwann unfrei, weil wie du gesagt hast, ne, weil diese Haare waren noch das Stereotyp Weibliche, was geblieben ist irgendwie. Und dann habe ich aber gedacht, nee, aber es stört mich so sehr, weil ich einfach dieses Färben jeden Monat 4 Stunden beim Friseur sitzen und diese Farbe, das war alles so, es hat mich einfach nur noch belastet. Und dann habe ich gedacht, ich muss es abschneiden. Wenn ich an meinen 30. denke, und ich weiß sogar noch, was ich anhatte. Ich hatte es war Hochsommer, ich habe im Juli Geburtstag, eine knallgrüne Jeans und ein ärmelloses Mickey-Maus-T-Shirt. Bisschen albern, aber es war halt so, ich weiß es noch. Hatte relativ kurze Haare. Und wenn ich das privat sagen darf, wir haben im großen Garten meiner damaligen Lebensgefährtin gefeiert, ordentlich gefeiert, bei schönem Wetter. Und die hat auch durchaus durchgewunken, dass meine damalige Geliebte dazu kam. War ein sehr lustiges Fest, muss ich sagen. War wirklich sehr lustig und ich habe auch gedacht, wow. Und ich hatte so gerade beim WDR angefangen und machte da ganz viel. Das war auch einfach so ein... Ja, so ein Durchstarten irgendwo. Aber hattest du jemals lange Haare oder hattest du schon immer relativ kurze oder höchstens schulterlang und dann ist es mit 16, 17 hatte ich lange Haare. Wie lang, wenn ich fragen darf? So schulterlang, glaube ich. Ich hatte auch mal so eine Mireille Mathieu-Frisur. Ohne zu singen. Ja. Gibt es eigentlich in deiner Branche, in der Comedy-Branche, gibt es da eigentlich Sexismus? Oh. Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich auch kurz mal drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Weil es ist am Anfang so gewesen, ich war ja 19, als ich angefangen habe, und dann stehst du da und die Wertung vom Publikum ist erstmal, weil es im Kopf festsitzt, immer noch, Frauen sind halt nicht so witzig. Und dann musst du dich erstmal aus dem Minusbereich rausarbeiten. Yeah. Und dann merken die, ah so, ah nee, die kann ja auch lustig sein. Und dann bist du erstmal auf dem Level, wo ein Typ sowieso ist, weil der kommt auf die Bühne und sagt, so Freunde, auf jedes. Ne? Und der ist auf einer Nullstellung, fängt da an und hat dieses absolute Selbstbewusstsein, ich bin es und jetzt habt ihr gefälligst zu lachen. Das, glaube ich, ist auch
eine Wechselwirkung, weil wenn man das schon ausstrahlt, also keinen Zweifel lässt, kommt das auch anders an beim Publikum. Und du hast natürlich als Frau dadurch, dass es immer noch ein bisschen weniger Frauen gibt, die natürlich Comedy machen. Wenn du als in einer Mixshow bist und du bist eine Frau und dann sind halt sechs Kollegen, die auftreten, die für alle steht. Und das ist auch schwierig, weil es gibt natürlich auch da eine riesige Bandbreite, aber die müsste man mal sehen. Und gut, das, aber trotzdem ist ja auch die Frage, Sexismus heißt ja auch, oder beziehungsweise hinter der stand auch die Frage, ob du, Stichwort MeToo, auch nicht als junge Frau, die sich langsam vorarbeitet, auch unheimlich oft angebaggert worden bist oder doof behandelt worden bist oder angetatscht worden bist. Ja, also klar, diese Sachen gab es auch, ne, auf der einen oder anderen Aftershow-Party beim Comedy-Preis, wo das auch passiert ist von Kollegen und sogar auf der Bühne, wo man mal so einen Klaps auf den Arsch gekriegt hat, ne, so als Moderatorin auch, ne, und hat eine Show moderiert und dann kommt ein Kollege und sagt, alles klar, danke, ne, und geht nach vorne und ich denke mir, ja, sehr gerne, ne, und das habe ich dann natürlich auch geklärt und so, ne, und aber das ist trotzdem ein Punkt, an wo wir noch nicht angekommen sind, ne, wo es noch braucht, oder wenn du eine Show moderiert hast und der Produzent dir sagt, zieh selber was Hübsches an. Natürlich. Also die klassischen Dinge halt. Aber immerhin die Frisur stimmt. Ja, so. Und das war aber der Punkt, das war von ein paar Jahren, ich glaube 2015. Und danach habe ich für mich so festgelegt, ich würde gerne nur noch in Schwarz auftreten und Hose, Shirt und einfach für mich entspannt sein und das festlegen, dass da auch kein Zweifel mehr besteht. Und das hat sich jetzt aber bei mir auch ein bisschen wieder entspannt. Aber ich habe mich trotzdem eben gewundert, als du gesagt hast, ich wollte nicht belastet oder unglücklich in mein nächstes Lebensjahrzehnt gehen, weil ich kenne dich jetzt ein paar Jahre und beruflich ging es ja immer bergauf. Das muss man mal ganz klar sagen. Du bist ganz weit jetzt schon oben angekommen und ich hatte immer den Eindruck, auch wenn du aufgetreten bist oder so, boah, die hat ihr Leben im Döschen. Da geht's weiter. Also gab es bei dir auch diese Aufs und Abs? Ja, die gab es tatsächlich, aber natürlich auch beruflich. Das kriegt man, glaube ich, so im Außen oder wenn man ab und zu sich mal begegnet, nicht so mit, weil da natürlich trotzdem viel im Argen gelegen hat, ne? Und da waren auch viele Tiefschläge dabei. Und das war aber auch gut, dass das passiert ist, weil ich glaube, dass ich sonst nicht so fest in mir geworden wäre. Also befreit? Ja, auch da. Also weil ich jetzt anders mit mir selber umgehe auch. Ich habe daran gedacht, weil ich Maren Kräumann diese große Rede gehalten hat auf der, was war es? Comedy-Preis war es, ne? Deutscher Comedy-Preis. Mhm. Da hat sie eine Rede gehalten gegen Sexismus in dieser Branche auch, die ja eine riesen Resonanz hatte, diese Rede. Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie es eigentlich aussieht. Aber ich denke schon, man muss halt, auch Frau muss lernen, sich da zurecht zu finden. Total. Und ich glaube aber, dass es als lesbische Frau noch mal ein bisschen anders ist. Also ich kann ja nur von mir sprechen in dem Fall. Ich wurde halt oft von den Kollegen auch als Kumpeltyp wahrgenommen und dann eher so in die Schiene auch einbezogen. Das ist interessant. Ja. Mir ist nämlich irgendwann aufgefallen, dass manche Männer, die wissen, dass ich mit einer Frau zusammenlebe, dass die zu mir genauso einen Kumpel hat und mir manchmal Sachen erzählen, wo ich denke, Entschuldigung, also deine Erektionsstörung sind mir relativ egal. Muss man einfach mal sagen. Völlig, da sind wir irgendwo auf einer anderen Ebene und werden anders wahrgenommen. Total. Vielleicht aber auch entsexualisiert, das kann natürlich auch sein. Genau, weil die wissen, okay, da brauche ich es gar nicht erst versuchen, aber vielleicht kann ich mir da seelische Unterstützung holen bei dem nächsten Fang, den ich mir angel, weißt du? Und dann auch so Sachen, ne, kriege ich bei den Backstage-Partys, hör mal, Daniel, wie findest du denn die? Ja. So, ja, hör mal, mein Gehirn funktioniert anders. Ich kann nicht sagen, so, ne, das funktioniert bei mir nicht. Ich würde die gern kennenlernen und dann kann ich dir sagen, ob da irgendwie was da ist. Weil, oder was brennt. Ja, ist so. Aber hier muss es auch erst oben brennen, damit bei mir was anderes brennt, weißt du? Ach so. Also, ja, bei Männern ist ja oft umgekehrt. Ja, wirklich. Und da merkst du auch, da ist nur ein bisschen Blut entweder hier oben oder da unten am Start. Ja. Deswegen beides geht nicht. Aber das ist so ein Ding, da lache ich mich kaputt, ne? Wenn ich im Backstage sitze und sage, sag mal, Leute, habt ihr keine anderen Probleme? Nee, finde ich nicht. Das ist der Wahnsinn. Super. Wobei du natürlich auch immer noch auf der Minute hast du angefangen, mit Leipzig, daran erinnert mich, aber ist ja immer noch so, auch bei deinem zweiten Programm, das du jetzt gerade hinter dich gebracht hast, ja, endlich wieder auftreten nach der Corona-Zeit. Ja. Das heißt ja alleine schon Wolverine. Da weiß man schon, was gebacken ist, ne? Achtung, würde ich mal sagen. Wie bist du auf den Titel gekommen? Ja, das war, ich kenne natürlich die Marvel-Reihe, ne, mit dem Titel Wolverine. Und irgendwie war es beim Aussprechen, war schon Wolverine, ne? Und dann habe ich irgendwie gedacht, wie cool ist das denn? Und dann war ich zu Hause und ich hatte natürlich bei einer Titelfindung, weißt du ja,
das muss irgendwie für was stehen. Es muss irgendwie markant sein, ein bisschen catchy und vielleicht auch die eine oder andere Frage aufwerfen. Ich meine, mit einem Wort kannst du ja nicht das ganze Programm erklären, aber ich wusste, es muss schon irgendwie knallen. Und dann bin ich nach Hause gefahren zu meiner Mutter und habe ihr so potenzielle Programmtitel vorgelesen. Und bei Wolverine war die sofort, ach, um Jottes Willen, nee, das ist ja schrecklich, nix mit Wolver. Das erste war ja schon schlimm. Ne? Was ich verstehen kann, mein erstes Programm hieß Geschickt zerfickt, war vielleicht auch nicht ganz glücklich. Ne? Ich war 23, was soll man machen? Aber ja, das war für mich aber dann so ein Punkt, wo ich dachte, ah, okay, das merkt man sich und da bleibt man irgendwie dran hängen. Ob positiv oder negativ, sei jedem ja selbst überlassen, aber... Es ist natürlich irgendwo ein, im wahrsten Sinne, nebulöser Bereich. Ja. Rundum. Ja. Nicht das Programm, sondern die Vulva als solche, muss man ja auch mal sagen. Wobei, wir sind ja zwei Generationen und ich erinnere mich daran, als ich studiert habe und ging in die ersten Frauengruppen, es war dann auch hinter einer Lesbengruppe, und damals versuchten wir aus politischen Gründen, aus feministischen Gründen, diesen körperlichen Bereich aus dem Dunkel zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gab wirklich Jahreskalender in so einer Größe, also ordentlich vom Format, mit Klitorisbildern. Das war auch eine Form der Befreiung. Ich habe da nicht mitgemacht. Ja, ist aber jetzt auch wieder in. Es gibt jetzt Vulva-Malbücher. Kannst du... Ja, das ist so in Lilienform angelegt und sehr beblütet. Und dann kannst du. Als Katja Dungen und Rebecca Richter im Kölner Treff waren, die beiden Juristinnen, die als Anwältinnen in Berlin unter anderem viele queere Personen vertreten, brachten sie mir als Geschenk Weihnachtskugeln in Vulvaform mit. So. Die habe ich aber nicht an den Baum gehängt. Ich dachte, irgendwo hört es jetzt mal auf. Hast du die weiter verschenkt? Die sind noch drüben, im anderen Zimmer sind die noch verpackt. Ich warte noch auf eine Gelegenheit. Aber du bringst mich auf eine Idee. Nächstes Jahr Weihnachten. Ich wollte gerade sagen. Oh, ja, das ist... Wollen wir noch mal sehen. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil die Vulva auch als Begriff, wenn man es einfach mal betrachtet, sehr wenig gebraucht wurde und ja oft fälschlicherweise von Vagina gesprochen wurde. Und deswegen fand ich das einfach super, da auch zu sagen, okay, eine Wortneuschöpfung und wir verbinden es und machen es als Superheld. Also im Sinne, dass da natürlich auch metaphorisch gesehen eine Kraft hintersteckt. Ja. Und auch diese Selbstbestimmung und Freiheit und den Leuten vielleicht da noch mal kurz zu erklären, worum es geht. Jetzt kommt es zur berüchtigten Schnellfragerunde. Oha. Fangen wir doch mal an mit der einfachen Frage, dein Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Hör mal, also ich empfinde gar nichts als guilty, okay. Eventuell. Vielleicht, dass ich, auch wenn es nicht meine Musikrichtung ist, ich mach's halt gerne nach, Schlager. Ich glaube, Schlager ist ein Guilty Pleasure. Wenn man es eigentlich nicht hört, dann ist es Guilty Pleasure. Bist du gerne nackt? Öffentlich oder privat, Bettina? Ja, öffentlich. Frage. Entschuldige bitte mal. Du warst jung und brauchst das Geld. Nein. Nee, also, zu Hause. Nee, ja, also ich schlaf gern nackt, muss ich sagen. Also jetzt aber auch seit Neuestem. Also das ist wirklich, auch seitdem ich 30 bin, ist schön. Ehrlich gesagt, habe ich immer einen Schlafanzug an, weil ja der Hund im Bett schläft. Und das geht mir zu weit. Ach so. Der fusselt ja. Hast du das gehört? Finch ist heute wirklich nicht, die hat Rücken, das ist ein Dackel, aber egal. Ne? Deine aktuelle Buchempfehlung? Ich lese gerade Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, tatsächlich. Wie viele enge Freundinnen hast du? Ich habe in Wien einen sehr engen Freundeskreis von drei sehr... Ach, ja. Deswegen auch das Mitbringsel aus Wien? Genau, richtig. Sehr schön. Und die sind, ach so, es ist eine Schnellfragerunde, alles klar, mach weiter, entschuldige bitte. Ich wollte schon wieder ausholen. Bist du tätowiert? Ja. Wo? Sag ich nicht. Ach so. Am Finger. Nein, ich habe hier am Finger eins. Entschuldigung. Aber unten am Finger. Eine Nacht mit. Okay, das ist auch... eine Nacht mit dir, Bettina. Boah, hör mal. Hast du heute noch was vor? Hast du gesagt? Ja, aber ich komme vielleicht noch mal wieder. Oh, ist ja in Ordnung. Ich räume auf. Wärst du zu einem Mord fähig? Zu einem Mord? Ja, zu einem Mord. Ich habe schon sehr viele Morde begangen. Ich habe schon sehr viele Fliegen getötet. Ja, gut. Deine schönste Weihnachtsdeko? Hör mal, jetzt, das ist keine Schnellfragerunde mehr. Bettina, der Weihnachtsbaum steht seit dem 30. Oktober. Jedes Jahr? Natürlich. Das gehört sich nicht. Ja, natürlich. Der ist riesig. Weihnachten nackt. Ja, ich tanze auch nackt um den Baum rum. Hör mal, der steht bis Mitte, Ende Januar. Bei mir ist alles dekoriert in der Wohnung. Natürlich, wenn du dich fragst, welche verrückte September, wenn im Supermarkt die Scheiße schon am Start ist, ich lade mit vollen jetzt Armen. Jetzt weiß ich, wer meine Vulva-Weihnachtskugeln kriegt. Ich werde so los und zwar heute. Ich zeig dir gleich den Baum. Steht ja immer noch. Oh, glaubst du an Sternzeichen? Ja. Bin ich eine gute Lesbe.
Ja, das stimmt natürlich. Ist Monogamie ein schlüssiges Konzept? Ich glaube, das kommt auf die Person an. Ja, das ist eine Ausflugsantwort. Ja. Mit wem möchtest du auf keinen Fall in einem Aufzug stecken bleiben? Oh mein Gott. Also, da würden mir jetzt einige Menschen einfallen. Aber natürlich so die gesamte AfD-Fraktion im Bundestag, da müsste ich jetzt nicht haben, ehrlich gesagt. Oh, stell dir vor, es ist ein großer Aufzug. Boah, nee, bitte nicht, ey. Welche Superheldin wärst du gerne? Ich glaube, gerne meine eigene. Gut. Du hast gesagt, früher warst du auf der Bühne anders angezogen, dann hast du gesagt, nur schwarz. Mhm. Und hast du, wenn du zurückdenkst, Klamotten, die du nie wieder anziehen würdest? Ja, aus Stylegründen, wenn ich jetzt denke, das ist ja verboten, ne? Also so Mixturen, wo du denkst, das kannst du eigentlich nur noch auf einer Bad-Taste-Party oder beim Karneval anziehen. Aber ich würde sagen, ich habe mich jetzt da auch wieder ein bisschen freier gemacht, weil ich war vorher da auch wie uniformiert, würde ich fast sagen. Mhm. Und was die Bühne betrifft, ist es einfach sehr praktikabel zu sagen, es ist schwarz, weil es lenkt nicht ab, weil bei Stand-Up geht es ja wirklich um Mimik, Gestik und den Inhalt. Und da würde ich auch bei bleiben. Und es ist natürlich angenehm, Hose, weil ich mich viel bewege. Ne, da ist Kleid jetzt eher nicht so das, wo ich mich sehe. Aber ich habe auch privat jahrelang keine Kleider getragen. Und aber heute wurde hast jetzt, du ein genau, Kleid hab, an und einen Hoodie drüber. Genau, ja. Aber habe mich da auch wieder irgendwie ein bisschen in die andere Richtung bewegt. Ich habe schon gedacht, ich mache ja schon sehr lange Fernsehen und ich habe manchmal Klamotten gehabt. Und da habe ich gedacht, ich zeige dir mal, was ich früher zum Teil anhatte, wo ich jetzt heute denke, puh, so. Ehrlich, hast du was da? Ich habe was da. Gehst du? Darf ich ja, sehen? Ja, wir gehen da jetzt in meine Kleiderkammer. Hör mal. Kleiderkammer oder wo befindet sich denn die Kleiderkammer, Bettina? Ich gehe mal vor. Ja, bitte. Meine Kleiderkammer. Ja. Ja. Und jetzt, Achtung, wir springen in die 90er Jahre. Und das hier, ich meine. Ich kann nicht mehr. Ich konnte das nicht wegtun. Hör mal, ja. Das ist aber Colorblocking vom Feinsten. Prince hat angerufen, er möchte sein Outfit zurück. Guck dir das hier mal an. Da hat das, hier, Revers, Hose. Ja, aber wie cool ist das? Das ist aber das kann man jetzt doch nicht wegtun. Nee, natürlich nicht. Das kannst du doch jetzt wieder anziehen. Das, ich habe gedacht, irgendwann kommt das wieder. Ja, es ist soweit. Fühl mal. Ja. War nicht billig, sag ich. Guter Fabric. Ja, und? Aber jetzt kommt das Beste. Jetzt kommt das Beste. Das. Ja, da. Die wollten ja aus mir im WDR eine Dame machen. Verstehst du? Damals. Ah, das ist der Hammer. Irgendwann haben sie es aufgegeben. Und dann habe ich, das war richtig teuer, Sendeklamotte, in der Sendung Palazzo Medienshow. Da haben wir echt viel Scheiß gemacht und haben sehr viel veräppelt und so im Fernsehen. Und dann hatte ich das an. Jetzt kommt das Problem, ja, aber auch, ja. Hör mal, Markenware, sage ich nur. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber guck mal, der Preis. Aber hat Eskada gut gemacht. Also nicht der Preis, aber. Entschuldige. Jetzt pass aber auf. Ich habe das also an. Hm. Ne? Und dann sehe ich in der Tagesschau, dass die superspießige Gerda Hasselfeld, CSU München, trägt genau dieses Teil. Nein. Aber das ziehe ich nie wieder an. Habt ihr eins gemacht, Who Wore It Better? Nee, das ist raus. Und ich habe mich nie getraut, das wegzuwerfen. Aber das ist aber auch, also das ist schon, das ist ein Statement, das ist ein Teil. Also das ist der Wahnsinn. Wenn du da... Meinst du, wenn ich mal irgendwann die letzte Sendung habe, Kölner Treff, ich soll das anziehen? Ich fände es fabelhaft. Aber eigentlich ist das ja so ein Anlass, jetzt auch noch mal vielleicht mal reinzuschlüpfen, oder meinst du? Ach so. Ich weiß nicht genau. Du meinst, ich soll den Bären jetzt... Nee, aber nur mal kurz. Aber der bleibt jetzt nicht wieder 20 Jahre im Schrank. Oh Gott, oh, nicht, dass ich dich jetzt zu was aufgefordert hätte. Ich möchte nicht, dass du jetzt... du hast was drunter. Was? Das da? Ja, weiß ich nicht. Würdest du es mal anziehen? Ich glaube aber tatsächlich, das sind ja auch so Sachen, die auf dem Bügel erstmal interessant aussehen. Aber dann, wenn du sie anhast, wirkt es dann trotzdem anders. Genau so. Guck mal, siehst du? Hier der Aufschlag. Aber Farbe macht halt was, ne? Farbe ist echt, echt super. Das macht was für den Teng. Für den Teng? Ja, sicher. Im Gesicht. Das ist immer direkt was Frisches. Passt dann noch? Das passt noch. Das hat die Kragen hoch. Palazzo. Hör mal, super. Hör mal. Aber jetzt mal im Ernst, es steht dir, ne? Ja, du kannst sie tragen. Es ist Wahnsinn. Trägt man das offen, oder? Keine Ahnung. Aber das ist cool. Weißt du, was geil ist? Das riecht ein bisschen komisch. das kriegt man ja im Fernsehen Gott sei Dank nicht mit, ne? Das muss ich auch mal reinigen lassen. Entschuldigung.
Nee, ich finde es auch schön, wenn dieser Vibe nicht nur optisch transportiert wird, sondern man weiß, es ist schon in die Jahre gekommen. Da weißt du, das Teil hat schon ein bisschen was erlebt. Ungefähr so wie ich. Aber super. Ja, also das war jetzt nochmal nur für dich. So habe ich noch keine Frau beglückt. So? Das hast du jetzt. Ja. Aber ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. So. Das ist toll. Großartig. Der Privatfundus. Jetzt lasse ich aber, ja, der Privatfundus. Jetzt lasse ich aber den Bären mal aus. Aber das ist ja fast durchsichtig. Aber das ist auch ein sehr tolles Oberteil. Ja, das gehört dem WDR. Jetzt nicht mehr. Also, ich hole mir jetzt eine normale Jacke und wir kochen. Ich habe mir da was überlegt. Ich bin gespannt. Ich folge dir unauffällig. Ach so, nee, ich drehe mich. Ja, kannst du ruhig, weil ich habe ja nur eine Jacke. Ach so. Nun ist die ist mein Kleiderschrank und dann das ist mir nämlich auch zu kalt. So. Tané? Ja, ich folge dir auffällig. Alfredissimo, bitte. Ah! Deswegen. Entschuldigung. Gut, wir kaufen dann mal. Und bitte auch. Ja. Entschuldigung. Ich hab jetzt schon. Also, pass auf. Ja. Du. Was ist das denn hier? Was hast du denn für ein Special-Herd? Ja, gut, ne? Den muss man nur verstehen. Du machst. Ich habe jetzt hier Butter reingetan. Mhm. Und ich habe das hier vorbereitet mit geräuchertem Lachs und Saibling-Kaviar. Mhm. Und du machst die Wachteleier. Hast du schon mal Wachteleier gemacht? Tatsächlich nicht. Also ich bin dann eher so pragmatisch unterwegs und denke, dann Hühnerei tut's auch. Ich, ja, da müsste ich also für ein Ei 5 Wachteleier, die alle aufschlagen. Ja, dann pass auf. Ja. Da gibt es ja die Wachtelei-Schere. Mhm. Und dann könntest du, weil ich mache dann den Lachs. Und dann, wenn du hier oben, ist ja logisch das Prinzip. Das Köpfchen. Ja, und dann kannst du, wenn die Kapsel ab ist, das Spiegelei da reinlaufen lassen. Ah, so. Du musst natürlich beeilen, weil du musst ja 4 oder... Parallel, also... 6? Ach so, wir können das natürlich... Ah, ich habe eine Idee. Wir können das erst auf den Teller schlagen und dann gleichzeitig. Verstehst du? Aber ich kann ja auch das Ei, was dann am ehesten schon durch ist, rausnehmen, oder? Hast du so einen kleinen... Oder essen wir in Etappen. Ja, aber das geht doch schnell, oder? Also kleine Eier sind doch schnell fertig, oder? Nee, wir machen das anders. Nicht? Moment, du bleibst, kannst du hier holen. Siehst du, und das meine ich. Deswegen keine Wachteleier. Das ist mir schon zu kompliziert. Es ist natürlich fabelhaft. Du schlägst die auf den Teller nebeneinander. Ja, aufschlagen. Also, das ist ja fast wie so eine OP. Was mache ich denn hier? Komplett durch? Ist das super? Komplett durch? Ja. Pass auf. Und jetzt? Genau. Und jetzt kannst du das? Ja, aber dann geht das doch. Ist das schön? Ja, ich habe schon gesehen, es gibt Fondue, ne? Ja, es gibt Fondue. Das ist natürlich der Wahnsinn. Du hast doch gesagt, du isst gerne Fleisch, also habe ich nach 20, 30 Jahren Fondue besorgt. Das ist fabelhaft. Ich habe auch, glaube ich, nur 2-mal Fondue in meinem Leben gegessen. Was? Ja, tatsächlich. Ah! Ja, 1 ist leider... 2. 2. 3. Ich hätte sie auch direkt reingelassen. Dann, guck mal, ich mache den Rest jetzt mal so rein. Ja. Ich glaube... Das geht, glaube ich, besser. Super. Weil das dann... Krass. Wie so eine kleine... Geschickt. Ja, guck mal, das ist schon fast... Jetzt musst du dir dazu tun, dann hast du genug. Ja, das ist doch total... Gib her. Danke. Gerne. Hauen wir einfach hier rein. Ich wasche mir mal kurz die Hände. Siehste. Wundervoll. Und dann... Ja. Jetzt müssen wir die hinterher wieder trennen. Moment. Du merkst schon, wie kompliziert das ist. So ein kleines Ei, was das alleine schon... Ich sag ja, Eier machen immer Ärger. Genau, und hast du noch einen Schaber, wo du die gleich noch so, wo man die so teilt? Ich nehme einfach ein Messer. Bei der Teflonpfanne? Nein, die tut... Ach so, jetzt kommen die wieder zurück auf den Teller. Der ist ein bisschen zu klein. Nee, ich finde es schön. Also, Tellerverbrauch, aber man hat ja genug. Das ist wirklich wie bei Biolek. Der stand auch immer daneben. Ha, oh. So großartig. Ja, ist das doll? Fabelhaft. Also noch nie so geile Eier guck, gehabt. Guck. Ja, was denn? Ist super. Guck hier. Ja. Da. So. Und jetzt machen wir einfach. So. Was ist denn? Hör mal. Ich bin hier. Guck mal, wie das aussieht. Unfassbar.
Soll ich noch so was Grünzeugmäßiges schnippen? Ja, nein. Doch, ich höre, so ein Basilikum. Ja, Basilikum passt immer, von der Farbe. Ich zupf dir noch was ab. Jetzt kommt nämlich der... Oh. Fuck, ey. Den hätten wir vielleicht noch in so ein kleines Netz packen sollen. In so ein Parmesan-Netz. Ja, der rollt... Ja, ich hätte den unter, aber es sieht so schön aus. Vielleicht... Also ich finde, beim WDR ist doch bestimmt noch Platz für eine Kochsendung. Für Tina. Jetzt kann man, hast du ein Foto? Hast du ein Foto? Ich weiß gar nicht, warum du so albern bist. Ich finde das großartig. Das ist mein Naturell. Warte. Also. Ja, das kommt hin. Bitteschön. Das ist fabelhaft. Das ist eine Bewerbung. Das ist, also es sieht wirklich toll aus. So, jetzt gehen wir zum Tisch. Ein fürstliches Dinner. Ach. Wie war das bei euch in Heinsberg zu Hause? Habt ihr gerne gut und viel gegessen? Ja, absolut. Essen war immer so ein Mittelpunkt, wo alle zusammengekommen sind. Und da habe ich vor allen Dingen durch meinen Vater sehr viel gelernt, der kulinarisch sehr gut aufgestellt war und einfach uns auch als Kinder schon an alles rangeführt hat. Es gab nie irgendwelche Kinderteller oder Bärchenwurst, sondern wir haben einfach das gegessen, was die Erwachsenen gegessen haben. Und das war echt total schön. Und ich glaube, die Geschichte erzählen die mir ganz oft, dass ich mit 2 schon auf Mallorca irgendwie so einen Topf Schnecken alleine gegessen habe. Und die waren halt so scharf, dass ich irgendwas zu trinken brauchte. Und die hatten sich unterhalten. Und dann habe ich ein Glas gesehen. Und das war das Roséglas von meinem Vater. Habe ich das auch noch geleert. Und danach habe ich gut geschlafen. So. Geht doch. Dann habe ich meine Schwäche für alles Mögliche verloren, glaube ich. So. Jetzt bin ich sehr gespannt, hör mal. Das ist super. Ja. Auf die gelungene Vorspeise. Vielen Dank, schmeckt wirklich hervorragend. Bitte schön. Wird sehr, sehr gut. So. Ja. Ja, eben. Ich sage ja nur, weil wir denken an deinen Zeitplan. Ich könnte ja bis morgen früh beginnen. Entschuldige bitte. Ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, mit Bedacht diese Wachteleier aufzuschneiden. Eben. Ich werde alle 4 Wachteleier nun, für Bettina essen. Ja, genau. Nicht Brot für die Welt, sondern Essen für Bettina. So geht es doch auch. Ich finde auch nach Alfredissimo, es müsste eine neue Kochshow im WDR geben. Wäre das nichts für dich, Bettina? Neues Insta-Format oder ein YouTube-Format? Ja, das wird auch wirklich Spaß machen. Bettina brutzelt. Ja, B brutzelt. B trifft, B fragt, B brutzelt. B scheuert, einmal das B brutzelt. Da ist viel drin. Ja, finde ich auch. Absolut. Muss ich echt mal sagen. Und deine Gäste gehen nie hungrig nach Hause. Nein. Und selten nüchtern. Aber das weißt du ja. Wem sage ich das? Es war ein sehr lustiger Abend. Und du erinnerst dich ja, das sollte ja eine Probesendung werden. Also Probeaufnahme. Das war ja der grandiose Auftakt. Das war wirklich, wirklich. Das Ende weiß ich gar nicht mehr, aber. Ich schon. Bin ich sehr gespannt. Wir haben übrigens das extra gekauft neu. Mm-mm. Ja. Ich habe diesen Fondue-Topf gefunden. Gesundheit. Danke. Aber ich hatte gar keine Gabeln dafür. Ich möchte nicht unhöflich sein und mit vollem Mund essen. Es tut mir so leid. Möchtest du aufstoßen? Mm-mm. Nein, nein. Nur kauen. Es ist alles völlig in Ordnung. Es ist so schwierig in der Kommunikation. Dann müsstest du noch kurz was erzählen. Dann kann ich dir noch eine Sekunde zuhören. Ja, kann ich. Wo war ich denn gerade jetzt? Ach so, bei dem Abend damals. Ja, das war wirklich toll. Dann habe ich gedacht, das kann eine sehr schöne Zeit werden. Manchmal war es auch wirklich sehr spät und am nächsten Morgen sehr müde. Aber gut, alles in Ordnung. Wie ist dein Resümee so nach 50 Folgen? Also ganz ehrlich, es war wirklich ganz toll. Also die allermeisten Folgen fand ich, also bis auf eine fand ich eigentlich alle tolle. Weil es war für mich schon ein Erlebnis, dass Menschen, die ich zum Teil gar nicht kannte, hierher kommen. Und Kim hat dafür gesorgt, dass es so eine Bandbreite war. Und die nehmen auf dem Sofa Platz und wir kommen in ein sehr persönliches Gespräch. Und das liegt natürlich daran, dass es in der Wohnung ist, dass die willkommen geheißen werden jeweils, dass wir dann was zu essen anbieten, was zu trinken anbieten und die einfach merken, das ist hier also, so eine Art Safe Space.
Entschuldigung. Das geht schon. So, das stellen wir einfach hier hin. Ist denn da? Bettina Böttinger. Da ist was an. Hot. Platziere das Fett droog auf der Mitte. Jetzt geht der Deckel ab. Er dampft, er ist fantastisch. Ist das zu heiß? Ich habe keine Ahnung. Wenn das Fleischstück gleich in 2 Sekunden schwarz wieder rauskommt, eventuell. Macht man das mit so einem Probefleischstück? Ich weiß gerade nicht. Ja, mach doch mal. Ja? Also es riecht schon, also es riecht schon heiß. In einer sehr alten Fritteuse. Also das ist schon... Das hat doch nie so gedampft. Nee. Entschuldigung. Siehst du, das wäre jetzt die Zeit gewesen, wo wir noch in Ruhe noch weitere Waffeleier hätten essen können. Es gibt so einen Deckel dafür noch. Wo ist denn jetzt der Deckel? Dass man das einfach ausmacht. Das muss ja nicht weiter... Das ist aber wirklich brutal heiß. Ich habe irgendwo da hinten... Boah, da hinten. Mir ist eh kalt. Ich habe hier herrlich, so. Das ist schön warm. Hier am Rand lag so ein Deckel. Aber ich fühle mich wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Es wird hier noch gelöscht. Ist gut. Ich würde eine Sekunde warten. Ja. Es gibt aber zum... sicher, es gibt aber zum Bei Fett Fleisch. Geht das ja auch innerhalb von 2 Sekunden. Da kühlt das ab auf 3 Grad. Da ist man... Wir haben schon mal Mixed Pickles, ja. Süßchen, und das ist natürlich Filet. Das ist fabelhaftes Fleisch. Es sieht toll marmoriert aus. Es ist Qualitätsfleisch. Hast du beim Metzger gekauft? Ja, selbstverständlich. Das ist vertrauend. Selbstverständlich. Das riecht, die ganze Bude riecht schon. Mhm. Aber das zieht ja wunderbar in die Lampe ab. Das ist weißer Burgunder. Toll. Sehr schön. Ja, du bist aber auch wirklich eine Weinkennerin, das muss man einfach sagen. Ne? Also das war beim letzten Mal auch, da hast du mich auch wieder weintechnisch absolut verwöhnt. Das war hervorragend. Da hast du. Wir wollten ja heute nicht so ausfallend werden wie beim letzten Mal. Ja. Deswegen nur ein kleines Schlückchen zum Hauptgang. Vielen Dank. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich auch. Pass auf. Vielleicht so ein Spritzschutz. Achtung. Ja. Haltet einfach nur rein. Mal kurz rein dippen. Siehste? Das hört sich aber gut an. Das hört sich an wie so ein schlecht laufendes Beatmungsgerät. Oh, geht. Oh. Die Pfeffermühle. Ja, die Pfeffermühle. Sicher. Ich glaube jetzt, ich wäre auch bereit. Ich spieße auf. Es geht doch. Es wird was. Es ist fabelhaft. Aber hat das immer so? Es sprudelt ja so. Ja. Danke. Oh, das sieht gut aus. Das ist ja auch das Schöne am Fondue, ne? Das sprudelt das mehr als meins. Deins. Meins sprudelt mehr, ist auch gerade frisch drin. Ich glaube, deins ist schon abgesprudelt. Hör mal, aber schön, schön kross. Super. Also, ich habe kein Besteck. Du hast kein, wir haben beide. Entschuldigung. Entschuldige bitte. Ist kein Problem. Es ist das Problem, Tané. Oh, jetzt habe ich es von dir. Ich bin wirklich nie perfekt. Ja. Irgendwas. Ja. Ist das schon gut? Ja. Ich lasse es vielleicht noch kurz eine Sekunde drin. Bitte, wir sollten öfter was zusammen essen. Ja, Moment mal. Das ist, seit ich Kind war, habe ich kein Fondue mehr gemacht. Wirklich, also oh, gegessen. Ja, jetzt habe ich schon wieder fast vergessen rauszuholen. Ja, super. Ich bin jetzt... Also meins ist quasi roh. Das ist medium rare. Oder ja, Englisch, man weiß sehr, es nicht. Sehr rare. Ja. Ich tue mal einfach Pfeffer drauf und probiere das. Ich wollte ganz sagen, wir wissen ja, Pfeffer verändert den Gargrad maßgeblich. So. Sehr tolles Fleisch. Ich freue mich auch jetzt schon. Ich lasse es noch mal eine Sekunde drin. Tané? Ja, bitte. Es schmeckt sensationell. Das glaube ich dir aufs Wort. Ich kann jetzt auch nicht mehr warten. Ich bin zu aufgeregt. Ich werde es jetzt probieren. Hör mal, es bubbelt. Das ist ja fast wie in einem geilen Whirlpool hier, das Ding. Das Fondue mit Leidenschaft. Das ist aber jetzt mal ein sehr schöner Wein. Ja. Ich bin sofort da. So. So, das wird jetzt hier aufgegessen. Absolut, Bettina. Wir wollen ja weniger Fleisch essen. Das stimmt. Ich habe auch wirklich in diesem Jahr extrem den Konsum reduziert. Mhm. Bei dir ist alles schon wieder in Schieflage geraten. Ja, oh, das ist toll. So.
Das zweite Stückchen hat einen Moment länger. Ja. Hm, auch wie deins. Ja, wir sind ja als Europäer wirklich offen, weil England ist immer noch ein Thema. Wir geben es nicht auf. Ne? Ich hab doch gesagt, warte doch einen Moment. Ja, hab ich ja. Ich hab schon einen Moment gewartet. Es sprudelt noch. Muss man sie wieder anmachen? Mm. Das war tolles Fleisch. Spektakulär. Mhm. Mm. Was ist denn jetzt schon wieder? Nee, gar nichts. Ich sehe einfach diese Sendereihe schon. Stimmt. Also wir könnten ja tatsächlich, aber für wen auch immer, immer Rezepte ausprobieren. Wie du eben ja wahnsinnig geschickt warst mit diesen Wachteleiern. Das fand ich erstaunlich. Weil bei mir, ich bin ja nicht sehr geschickt, bei mir waren alle Spiegeleier beim letzten Versuch kaputt. Alle. Ich dachte aber immer weiter, deswegen fehlen noch so viele. Mhm. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach. Aber es ist so. Aber das finde ich jetzt. Aber du kaufst trotzdem weiter Wachteleier und sagst, ich gebe es die Hoffnung nicht auf? Nein. Du, vielleicht, wenn Eier einfach nicht das Thema sind, dann muss man das, glaube ich, auch erkennen. Oder? Im Leben. Aber ich hab viele Dinge sehr spät angefangen. Du meinst, jetzt könnte man noch mal mit Eiern loslegen? Mit Wachteleiern, ja. Mit Wachteleiern, ja. Nein, aber das wäre toll, Rezepte auszuprobieren. Ich musste nämlich so lachen, eben als wir so scherzhaft über Alfred Biolek noch mal kurz die Referenz gezogen haben, weil ich habe meine Lieblingsfolge von Alfred... Entschuldigung, war sehr heiß. Das wäre auch schön. Bettina, haha, brutzelt. Im Mund weiter. Allein durch das Fondue ist es in Köln jetzt wieder 2 Grad wärmer. Wenn jetzt eine Stichflamme... Das glaube ich an. Ich glaube auch. Hier ist einiges an. Doch, doch. Aha. Und sofort. Es brutzelt. Ja. Es ist fast wie in der Therme, ne? Gehst du eigentlich, bist du jemand, der in die Sauna geht? Auch? In der öffentlichen nicht mehr. Ja. Da, ist das nicht Wahnsinn? Das geht doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Hast du da mal so ein Erlebnis? Mhm. Oh mein Gott, bitte. Ich habe mal in mein letzter öffentlicher Saunagang. Ich hatte mich schon in die Schweigesauna geflüchtet, weil vorher wollte jemand über die Sendung diskutieren. Worauf ich gesagt habe, dafür sind wir beide nicht richtig angezogen. Hab mich in die Schweigesauna geflüchtet. Und da war so ein Gang, Duschen rechts, Duschen links. Und da kommt mir einer entgegen von vorne und ich denke, oh Scheiße, das war ein Hierarch vom WDR. Nein. Mit dem Handtuch, wie bei Loriot. Mit dem Handtuch hier, ich mit dem Handtuch da. Und wir beide, die Kopfbewegung, wohin? Und es gab nur diesen Gang. Da sind wir uns entgegengekommen. Ging ja nicht anders. Und haben nackt mit dem Handtuch gesagt, guten Tag, Herr So-und-so. Guten Tag, Frau Böttinger. Da wusste ich, das war das letzte Mal. Um Gottes Willen. Oh, wie unangenehm, ne? Und dann einfach dieser starre Augenkontakt. Oder hast du mal dich getraut, wo du gesagt hast, huhu. Nein, aber nicht, weil der sah schon angezogen scheiße aus. Da wusstest du, dann nützt die Wachtelschere auch nichts, ne? Gar nicht, gar nicht. Um Gottes Willen. Das muss noch ja, mal. Aber das ist wirklich irre. Also das kann man ja als Person, die wirklich in der Öffentlichkeit ist, eigentlich irgendwann nicht mehr machen, ne? Weil du kannst dich ja nicht entspannt bewegen, das geht ja gar nicht. Nein. Deswegen habe ich auch in der Eifel, habe ich auch da eine kleine Sauna. Mhm. Das habe ich mir damals geleistet und insofern, Tané, ja. Es ist mir eine Freude. Wir essen einfach weiter. Ich lasse das nochmal. Bis du abgeholt wirst. Genau so machen wir es. Ja, ich mach noch einen zweiten Stab rein. Du hast vollkommen recht. Der Trend geht zum Zweitstab. So. So. Es ist vollkommen drin. Ich kann nur sagen, auf ein gutes nächstes Jahr. Das wünsche ich dir auch. In dem Sinne, danke. Vielen Dank. Ja, ich danke. Herrlich.